Hey, yo Leute, Crymix hier und heute habe ich schon wieder neue Infos zu dem bevorstehenden Banküberfall-DLC am Start. Und ja Leute, ich weiß, zurzeit gibt es einfach extrem viele Infos davon, eben von mir zu diesem bevorstehenden Banküberfall-DLC. Aber das liegt einfach daran, da jetzt einige Spieler schon die Beta-Version von der GTA 5 PC-Version spielen können und da bei dieser Beta-PC-Version eben schon die Banküberfälle dabei sind, kann man zurzeit eben extrem viel über die Banküberfälle und dann dementsprechend auch über die PC-Version rausfinden und deswegen kann ich da zurzeit so extrem viele Infos raushauen und heute habe ich eben mal wieder drei Infos am Start und dazu kommen wir auch schon gleich. Nur bevor es losgeht, wollte ich noch sagen, und zwar bin ich jetzt wieder aktiv auf meinem Let's Play Kanal unterwegs. Da werden ja ab sofort wieder 2 bis 3 Mal die Woche Fun Moments und GTA 5 Online Let's Plays kommen und das ist bis jetzt auch ziemlich gut angekommen bei euch und mich würde es einfach mal freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen könntet. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden und dort verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr mich auch auf meinem Let's Play Kanal abonnieren könntet. Ja Leute, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Infos zu den Banküberfällen. Kommen wir zur ersten Info zu dem Banküberfall-DLC und dazu werde ich euch mal wieder einen Teil aus dem Coding von GTA 5 im Hintergrund einblenden und dieser Teil wurde genau neben den 7 neuen Fahrzeugen gefunden, über die ich im letzten Video berichtet habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden oder eben ihr wartet, bis das Video vorbei ist und klickt dann in der Endcard auf das Video. Jedenfalls ist dieser Teil im Source Code eben neben diesen 7 Fahrzeugen gefunden worden und dort kann man eben Felgen sehen, also die Felgen, die man eben im LS Customs kaufen kann, Felgen, die es bereits in GTA 5 gibt, da ganz links eben die ID von den Felgen, in der Mitte der Felgenname und dann ganz rechts in Klammer Chrom. Ja Leute, ich denke mal, das wird auf jeden Fall darauf hindeuten, oder hat FunMW2 auch gesagt, dass man eben dann die Felgen auch in der Farbe Chrom kaufen kann, denn momentan kann man ja die Felgenfarbe Chrom noch nicht auswählen, also diese Farbe gibt's nicht, aber jetzt kann man diese Felgen dann eben auch Chrom lackieren und das finde ich wirklich zunächst mal ziemlich cool, dass wir auf jeden Fall da noch einige weitere Tuning-Features bekommen. Weiter geht es mit der nächsten Info, diese werde ich jetzt auch mal im Hintergrund einblenden und das ist ein Post auf Twitter von dem Modder FunMW2, ein ziemlich bekannter Modder in der GTA 5 Szene, der hat auf jeden Fall schon einige coole Sachen rausgefunden oder DLCs vorhergesagt, bevor sie dann eben schon erschienen sind und er hat jetzt eben gepostet, ich werde das Ganze jetzt einfach mal vorlesen und direkt danach übersetzen: You can choose your crew outfits with Heist Planning Board, also Team Gear and Mast, was so viel heißt wie, ihr könnt euer Crew Outfit wählen mit diesem Heist, mit diesem Banküberfall Pinwand Ding, das man eben schon im Trailer gesehen hat, mit Lester zusammen und dort könnt ihr eben die Masken und das komplette andere Zeug, das man eben tragen kann, für eure komplette Crew wählen und das finde ich wirklich persönlich extrem cool, denn man kann einfach mit dieser Pinwand, die man eben schon aus dem Singleplayer-Modus kennt und dann später auch bei den Banküberfällen, im Online-Modus kann man dann eben, ja, das komplette Outfit für die komplette Crew wählen, heißt, die komplette Crew muss sich dann natürlich auch danach richten und dazu hat Rockstar eben auch schon einige Bilder veröffentlicht, diese werde ich jetzt mal im Hintergrund einblenden und dort kann man eben sehen, wie zum Beispiel 3 Leute sich als Müllleute verkleidet haben oder wie 2 Leute, die gerade eine Bank überfallen, diese komischen ABC-Anzüge anhaben und das finde ich wirklich, wie gesagt, extrem cool, weil sich die komplette Crew danach richten muss und weil man dann als Heist-Leader einfach einstellen muss, wie sich die Crew kleiden, sieht es wirklich extrem professionell aus, wenn einfach, ich meine Leute, stellt euch das einfach mal vor, ihr seid in der Sitzung, ihr spielt mit 16 Leuten aus eurer Crew und jeder hat so etwa das gleiche Outfit an und dann überfallt ihr eine Bank zusammen, stelle ich mir wirklich persönlich extrem cool vor, dazu könnt ihr mir natürlich auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall hat er jetzt nur nochmal bestätigt, dass man dann wirklich als Crew-Leader eben die Outfits von der Crew wählen kann. Und nun kommen wir auch schon zu der letzten Info, zu dem bevorstehenden Banküberfall-DLC und diese Info kommt mal wieder von FunMW2, ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal wieder im Hintergrund einblenden und dort kann man eben einen Teil aus dem Coding von GTA 5 sehen und diesen Teil fand ich persönlich wirklich ziemlich interessant, weil wenn man sich mal zurückerinnert an diesen Banküberfall-Trailer, dann wird man da auf jeden Fall einige Sachen erkennen, die man eben schon in dem Trailer gesehen hat und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal da dazu, denn in der ersten Zeile steht irgendwas mit Boat, in der zweiten Carrier, in der dritten SM Boat, in der vierten MP Gates und in der fünften und letzten Zeile High Yacht heißt. Ja Leute, wer sich an diesen Trailer erinnert, der wird wissen, da war ein Boot, eine Yacht und ein Carrier. Carrier ist Englisch und heißt so viel wie Flugzeugträger. Und das fand ich persönlich wirklich ziemlich interessant, denn da dieser Teil jetzt auch noch im Coding gefunden wurde, ist auf jeden Fall sicher, dass es in GTA 5 dabei sein wird und da weiß ich momentan nur noch nicht genau, was da genau auf uns zukommen wird, denn man hat es, wie schon eben gesagt, in dem Heist-Trailer gesehen. Heißt, wir können da diese Sachen eben überfallen. Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein Teil von einem Überfall sein, dass man eben diese Yacht klauen muss oder diese Yacht überfallen muss und dieser Flugzeugträger wird auf jeden Fall auch dahin vorkommen. Nur ich frage mich, ob dieser Flugzeugträger auch im freien Online-Modus vorkommt, denn das fände ich wirklich persönlich extrem geil. Ich meine, stellt euch mal vor, da fährt einfach permanent ein Flugzeugträger mit übel vielen Kampfjets um die Map rum auf dem Wasser und ihr könnt da einfach drauf gehen und euch einen Hydra-Jet klauen, welche man auch im Trailer gesehen hat. Fände ich wirklich extrem geil, wenn sowas permanent um die Map rumfahren würde. Aber da, wie gesagt, Leute, bin ich einfach momentan noch ziemlich gespannt, was da auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall hat sich das jetzt mit dem Coding nochmal bestätigt, dass da
eine neue Yacht auf uns zukommen wird und eben dieser Flugzeugträger. Nur momentan einfach weiß ich noch nicht, ob das Ganze eben nur in den Banküberfällen dabei sein wird oder dann auch im freien Online-Modus. Dazu könnt ihr mir natürlich auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich immer, dass euch gefallen hat. Wenn ihr es, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.